Die regelmäßige Pflege unserer Zähne ist wichtig, weil sich durch das Schäden vorbeugen lässt, und zwar sowohl Karies wie auch Zahnfleischentzündungen oder Parodontitis. Wichtig ist, dass der Patient regelmäßig in die professionelle Betreuung zu einer Dentalhygienikerin oder zu einem Spezialisten geht. Lokale Probleme sind an gewissen Stellen, wo eben nicht gereinigt wird, kann Geruch entstehen, sammeln sich Bakterien an, das führt zu Mundgeruch. Das gibt Attraktivitätsverlust in der Kommunikation, im Umgang mit anderen Menschen. Schwerwiegender für das Portemonnaie sind Karies, weil da haben wir Folgekosten. Aber auch die Parodontitis. Nur dauern diese Prozesse, bis der Patient das realisiert, sehr viel länger. Die zweite Gruppe von Folgen sind auch langfristig, noch langfristiger für die allgemeine Gesundheit. Und da geht es darum, dass von der chronischen Entzündung, die in der Mundhöhle bei einer Zahnfleischentzündung entsteht, einen Einfluss haben auf die Blutgefäße. Die Blutgefäße werden krank, sie werden arteriosklerotisch, und das hat dann einen Einfluss auf Herz, Hirn und viele Organe. Und ein lokaler Einfluss besteht auch auf die Lunge, vor allem dann, wenn Patienten im Spital sind, die Zähne nicht gepflegt werden, dann besteht ein sehr viel höheres Risiko für Lungenentzündung. Es gibt viele praktische Tipps für zu Hause, und da müssen wir beginnen heute bei der Ernährung. Das spielt eine große Rolle, und zwar gesunde Ernährung, Früchte. Das hat man gesehen, viel größere Rolle, als wir gedacht haben früher. Dann aber auch Rauchen, Umweltfaktoren. Und das ist wichtig, dass wir das mit dem Patienten besprechen. Das kann man nicht sofort beeinflussen, aber langfristig kann man dem Patienten hier doch auch einiges Überzeugung mitgeben. Und das Zweite ist die Palette der Mittel, die wir zur Verfügung haben, sei es Hilfsmittel für die Reinigung oder dann auch Produkte. Und da gibt es derart viele, der Patient weiß nicht, was er brauchen soll, und eigentlich braucht jeder etwas anderes. Da geht es darum, dem Patienten zu zeigen, wo er Probleme hat, und dann nur diese Produkte einzusetzen. Es macht keinen Sinn, zwei, drei verschiedene Zahnpasten, ebenso viele Mundwasser und auch Produkte zur Reinigung einzusetzen, sondern das soll gezielt sein. Ich habe hier ein neues Interdentalreinigungsmittel, den sogenannten Airfloss, den ich Ihnen gerne zeigen möchte. Und zwar wird das Gerät eingeschaltet, dann an diesem Knopf, und dann hält man die Düse auf den Interdentalraum und drückt hier ab. Durch einen Luftwasserstrahl wird die Plaque aus dem Interdentalraum herausgelöst und der Zwischenraum so gereinigt. Das Ganze funktioniert sehr effektiv, und man ist relativ schnell durch alle Zahnzwischenräume durchgegangen. Die Vorteile eines regelmäßigen Besuches bei einer Dentalhygienikerin sind diejenigen, dass wir die Risiken, die wir sehen und den Patienten auch mitteilen, verhüten können. Wir sehen Karies viele Jahre im Voraus auf dem Röntgenbild, und so können wir dem Patienten helfen, dass er gesund bleibt, sowohl im Mund als auch generell. Das sind sicherlich die Vorteile. Dann haben wir natürlich auch weniger Kosten. Jede zahnärztliche Therapie ist deutlich höher wirtschaftlich einzuschätzen als eine Empfehlung durch Dentalhygienikerin. Bei Erwachsenen ist eben wieder der Zustand ausschlaggebend, wie oft man zur Zahnreinigung gehen muss. Das kann alle drei Monate bis einmal pro Jahr sein, abhängig vom persönlichen Risiko, von den Reinigungsmöglichkeiten und so weiter. Dies sollte durch einen Experten oder eben die Dentalhygienikerin bestimmt werden.